Wie gesagt, jetzt wird ja mit der Zeit immer mehr Rubber produziert werden und ja, der Rubber wird dann bei uns dafür sorgen. Also, ja, ich glaube, bis wir genug Rubber haben, haben wir eher, also wir brauchen ungefähr 3600 Copper für ein HV-Panel. Vom reinen Rubber her brauchen wir nichts mehr tun. Das kommt mit der Zeit hier sowieso rein. Dauert halt immer eine kleine Weile. Und ansonsten schauen wir uns erstmal an, wie voll die Speicherkarten hier so sind. Ah, gut, da passt schon noch gut was drauf. Oh ja, aber es langsam glaube ich jetzt echt gefährlich, dass es hier mal richtig verdruckelt. Wichtig, die hier immer nur mit leerer Hand öffnen. Ich glaube, da stelle ich mir noch ein Schild davor, weil das wäre schon wichtig, dass ich es das auf keinen Fall vergesse. Außer wir haben jetzt hier unten kein Holz mehr, dann stelle ich mir kein Schild davor, dann muss ich es mir irgendwo aufschreiben. Wir stellen uns kein Schild davor. So. Ach genau, jetzt sollten wir uns noch die Silikonplatten machen, wa? Und die anderen hier rausholen, die wir noch darin haben. Und das jetzt in die Plate Bending reinhauen, oder was? Tatsache, dann kriegen wir die 14 raus. Und als erstes Low Voltage Panel! Wow! Das wäre doch geil. Plate Bending. Oder wo müssen wir die jetzt reinhauen? Auch in den Industrial Blast Furnace. Hoppala. Gut, dann erlernen wir mal ein bisschen unseren MFSU da unten. Warm. Kostet immer 128.000. Naja, so viel haben wir da schon drin. Das ist eigentlich die größte Heat-Kapazität, die man so brauchen kann im Blast Furnace. 3000. Wow. Wofür braucht man das denn? 3000. Da muss ich noch was, wofür man Hot Tungsten braucht. Für Reinforced Rail und Plates. Besseres Mixed Metal Ingot. Plasma Generator. Kann man Shielded Turtles machen? Was kann man daraus so machen? Auch Shield Turtles. Sind wir mal ehrlich, den brauchen wir nicht ausbauen, so, oder? Also, wenn dann reichen völlig. An einzelnen Stränden sieht ein Sortex echt lustig aus. Pixelkrieg! Das ist lustig.
Okay, es ist aber auch irgendwie übel unsinnig. Ja, okay, worauf warte ich eigentlich? Ach so, ich warte auf gar nichts. Fällt mir gerade so auf, ich warte echt auf gar nichts. Eigentlich nur noch, dass die Silikonzellen fertig werden, aber das dauert, glaube ich, noch eine Zeit lang. Ja, das dauert noch ein Zeitchen. Okay. Oh, es ist gerade Nacht. Ganz ehrlich, wenn ich mal ehrlich bin, wäre es wahrscheinlich ehrlich zu sagen, ehrlicherweise, dass ich einen Comment Block brauche, der mir sagt, dass ich ins Bett gehen kann. Und wir filmen jetzt eigentlich nur noch vier Solarzellen. Wie gesagt, jetzt wird hier mit der Zeit immer mehr Rubber produziert werden und ja, der Rubber wird dann bei uns dafür sorgen. Also, ja, ich glaube, bis wir genug Rubber haben, haben wir eher, also wir brauchen ungefähr 3600 Copper für ein HV-Panel. Vom reinen Rubber her brauchen wir nichts mehr tun. Das kommt mit der Zeit hier sowieso rein. Dauert halt immer eine kleine Weile. Und ansonsten schauen wir uns erstmal an, wie voll die Speicherkarten hier sind. Ah gut, da passt schon noch gut was drauf. Obwohl, es sind noch ein, es sind nicht mehr viel, es ist kaum noch was frei irgendwie. Wir brauchen unbedingt mehr Speicher. Hohoi. Ja gut, da brauchen wir wieder ein paar Speicherdisketten. Auch süß, dass die Teile keine Textur haben. Warum kommt da jetzt Rubber? Das ist süß. Ah, das ist echt toll. Ja, das ist auch faszinierend hier. Fahren wir hier, weil wir hier diese Bildschirme drin, kann man sehr gut verstecken. Pneumatik-Chips auch, alles andere nicht. Das ist das Wichtige. Gott, wir haben immer noch keine Eingangstür. Ich schäme mich fast dafür. Wir haben keine Eingangstür, das ist echt bitter. Der ist voll. Wir haben eine U-Meter? Ach ja, stimmt. Haha. Ich bin auch ein Genie, du. Käfer-Zizium haben wir auch ein bisschen da Rocky-Zeugs. Sehr viel Nickel. Okay, ganz ehrlich. Also das ist auch wieder Nickel. Sonst noch irgendwo Nickel-Dust. Ich würde nämlich sagen, schmelzen wir dann einfach mal ein. Wir brauchen nämlich eh kein Nickel. Mal in der Welt brauchen wir kein bisschen Nickel. Hashtag ist so. Gut, dann haben wir das nämlich mal in die Blue Electric Knife Fahne hier. Die brauchen wir nämlich eh sonst nicht. Ich meine, das ist einfach nur ein Ofen, der so als wie ein normaler Ofen, nur mit dem. Ding, dass es so ist. So, jetzt wo das Ding fertig ist, so. Vollautomatische Rubberfarm. Fertig. Am 14.04. 2014 Folge weiß ich Folge zack. Gut, das brauchen wir sonst ja noch so.
Vernünftiges Spiel vom Nein. Noch ja, prinzipiell fertig. Essensfarm. Vollautomatisch. Das ist das gleiche, wenn man sich aus den restlichen Zeit noch Brot craften würde. Wie mit der Anlage. Die haben wir eigentlich. Nein. Oh Gott. Power Armor. Okay. So, jetzt die große Frage, was das nächstes angehen. Das Curry-Verarbeitungssystem will ich nicht machen, weil dafür erstmal ein vernünftiges Kraftwerk brauchen. Na, Oxygen, dass wir halt ein paar Sachen haben, die nie so wirklich gehen, wie zum Beispiel Monazit werde ich sicherlich nur als Erz ins ME-System lassen. Was sonst so viel Speicherplatz verbraucht. Bauxit ist halt schwierig zu automatisieren, weil, naja, man dafür ein Blast Furnace braucht. Also müssen ein Industrial Blast Furnace. Halt, den kann man auch so steuern, dass man halt immer genug Kohle drin haben. Naja, von dem her schon schwierig. Was mache ich eigentlich hier gerade? Ich fliege einfach nur sinnlos rum. Keine Ahnung, was ich hier genau gerade am machen bin. Also, warte mal. Was ich übrigens mittlerweile schon herausgefunden habe, man kann hier. Man kann hiermit eigentlich ganz ja kann damit quasi verschiedene Beleuchtungssysteme ansteuern. Das weiß ich, dass es mittlerweile geht, dass hier noch welche jemand umlegt, die andere Lampen angehen. Ich glaube, wirklich sinnvolles kann mit diesem Computer tatsächlich nicht machen. Wer hätte damit nur gerechnet? Wow, ich nicht. Aber er stimmt schon also hier so aus. Ich bin noch 63. Ich will jetzt, dass der Zeitgenerator auch mal anspringt. Egal. 42 sind das Leben, ist gut. Ich würde sagen, es ist eigentlich eine ganz tolle Abschluss der Folge. Oder Aufnahme. Weil ich habe jetzt richtig Hunger. Und ja, was. Ich möchte mich, glaube ich, an irgendwas erinnern letztendlich. Okay, gut. Stellen wir jetzt einmal hier oben hin. So, nach dem Motto, ich will mich daran erinnern, dass wir hier das nächste Mal weitermachen. Ja. Dann sage ich disconnecte schon mal, weil das, meine lieben Freunde, was für diese Aufnahme ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Bis zum nächsten Mal. Macht es gut und auf Wiedersehen.